Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pflanzen gegen Zombies. Wir sind wieder in einem Mini-Level. Hihi, ich wollte das einfach mal gesagt haben. Und, wir machen jetzt eine Vase kaputt. Und ich muss alle Zombies vernichten. Ach so. So, schauen wir mal nach. So, die kann ich kaputt machen. Okay, dann setze ich hier mal einen Squash vor und da setze ich einen Squash vor. Und um den kann ich mich so kümmern. Ich habe das Gefühl, dass ich, dass das Level noch weitergehen wird. Wow, du hast diese Vasen schön und gut kaputt gemacht. Hast sie zerbrochen, wie ich damals, als ich durch meinen Rücken gebrochen habe, als ich durch die Mülltonnen gewühlt habe. Hier, ich habe dir ein paar mehr Vasen gebracht. Muss ein bisschen vorsichtig sein, mit dem zu schnell kaputt machen. Du möchtest nicht mit mehr Zombies mit mehr Zombies zu tun haben, als du handeln kannst. So, jetzt mal. Okay, das war natürlich ein bisschen verschwendet. Bop, bop. So, da setze ich mal vorsichtshalber schon mal welche hin. Die setze ich da auch schon mal vorsichtshalber hin. So, so viel ist sicher. Okay. Dann mache ich das immer so. Auf dich werde ich einen Pompf drauf fallen lassen. Auf dich werde ich einen Pompf drauf fallen lassen. Und damit haben wir das auch geschafft. Geht eigentlich. Also bisher habe ich noch keine Probleme gehabt. Aber ich gehe davon aus, dass wir noch eine dritte Version haben werden, die ein bisschen schneller sein wird. Oder schwieriger. Gut, wir hatten jetzt halt den großen, dicken Zombie. Aber der war halt, ja, ne? Weniger ein Problem, als ich jetzt erwartet hätte. Nun gut. Das sollten die letzten von dir sein. Zerstöre diese und du wirst fertig sein. So. Da nehme ich einen Slow. So. Da kann ich schon mal einen Slow vorbereiten. Den Hypnoschrumpf finde ich gut. So. Du frisst mal bitte den Hypnoschrumpf. Okay, jetzt verstehe ich, wo die Probleme liegen. Aber ich glaube nichts, was ich nicht handeln könnte. So, bis jetzt auf den da oben. Der wirkt doch ein bisschen heftig. So, den kann ich eigentlich kaputt schießen. Ach, frisst einfach den hier. Ach, na nö, was bist denn du? Was bist denn du? Der schießt nach hinten und nach vorne. Och nö. Och nö. Okay, wir haben jetzt mit den... mit Grabzombies zu tun. An die erinnere ich mich. So, schauen wir mal ganz kurz. Wenn der Blower 5 war, hat er einen tollen, nur einen Geburtstagskuchen bekommen. Blower hat den Wunsch gemacht, hat sich was gewünscht, aber war nur in der Lage, 60% der Kerzen auszupusten. Anstatt aufzugeben, hat er frühen... Goddammit, oh, es ist zu spät, um zu übersetzen. Leute, das tut mir gerade voll leid, dass ich da jetzt so hader. Hatte seine frühe Niederlage als Katalysator genutzt, um immer weiter und immer härter zu gehen. So, Recharge Fast. 125. Firing Speed, einmal Forward, zweimal Backwards. Ja, ich bin ein Zwilling, sagt die gespaltene Erbse. Ich weiß, große Überraschung. Aber zwei Köpfe zu haben oder wirklich einen mit einem großen oder einen Kopf mit einem großen Kopf,
macht sich bezahlt in meiner Linie, in meiner Arbeitslinie. Gut, den müssen wir auch bauen. Da haben wir nicht viel gegen zu sagen. So, wir haben keine Balance-Zombies dafür. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Ich nehme... Theoretisch brauche ich auch nicht Tallnut, aber die hält halt mehr aus als die Walnut. Das kann man hier auch nochmal ganz kurz nachsehen. Tallnut, Toughness very high und du hast halt nur high. So. Wir haben auch nur ganz normale Ducky Tube Zombies. Gut, ich möchte den Split Pea haben. Ich möchte die Tallnut haben. Den Puffshroom, der ist ganz wichtig. Den Three-Peter nehme ich mit. Die Torchwood ist interessant. Und entweder nehme ich noch Spikeweed mit oder die Plantern. Ich nehme einfach mal die Plantern mit. So, dann würde ich sagen, wir sind fertig und bereit loszulegen. Mal wieder. Da kommt der Nebel wieder rein. Und um den Nebel... gut, um den brauchen wir uns nicht wirklich kümmern. So, wie jetzt das folgende Layout sein wird, um euch da ein bisschen das zu erklären. Wir wären jetzt in der dritten Reihe. Schön die Split Peas nutzen. Dann in der vierten Reihe wären wir Three-Peter. In der dritten Reihe Torchwood. Und eine Plantern werden wir auch irgendwo nutzen zwischendrin. Plantern wird quasi nach dem Torchwood... Okay, da ist der Zombie. Wird nach dem Torchwood kommen. Und dahinter kriegt er eine Tallnut. In der Theorie. In der Praxis hoffentlich auch. Wir werden aber erstmal nur eine Welle haben. Das ist schon mal sehr gut. So. Dann pflanzen wir weiter fleißig an. In der Hoffnung, schnell Ergebnisse zu erzielen und schnell Energie zu haben. Das ist auch ziemlich wichtig. So. Ne, da oben kommt jetzt auch wieder ein Zombie. Um den können wir uns schnell kümmern. So. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Energie. Lilypads. An sich ist es halt, oder zumindest funktioniert die Strategie bisher ganz gut. Einfach so schnell es geht, zwei Linien an Sonnenblumen aufzubauen. Um dann mit der überschüssigen Energie alles im Weg kaputt zu machen, hoffentlich. Falls nicht, wird das halt doch vielleicht ein bisschen trauriger. So. Na, und dann werde ich jetzt da auch schon mal mich ein bisschen drum kümmern. Ich weiß halt nicht, wann oder wo der erste Digging-Zombie auftreten wird. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich, aber ich kann ja schon mal den Split Pea nutzen und irgendwo aufstellen. So, euch muss ich halt auch auf dem Wasser platzieren. Gut, unsere Pilze sind jetzt nach und nach am Auswachsen. So, du brauchst ja noch ein Puffshroom. Gut, da sehen wir schon mal einen Großteil von den Gegnern. So, davor kommt eine Tornade natürlich. Und dann machen wir das gleich. Oh, guck mal, wir haben ein Geschenk bekommen. Wir haben den Puzzle-Modus freigeschalten. Wir können ihn vom Hauptmenü ausspielen. Der Puzzle-Modus ist was ganz anderes. Oh, ich glaube, ich höre gerade einen Tunnel-Zombie. Genau. So, der wird nämlich jetzt einmal... der gräbt sich nämlich einmal komplett durch. So, wie man sehen kann. Und frisst sich dann von hinten nach vorne durch. Dementsprechend... Ich bin... Wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe, hat er nicht unseren... Oder hat er keinen ausgewachsenen Sandschuh bekommen. Da bin ich ziemlich froh drüber, aber halt trotzdem unglücklich, dass er einen Sandschuh überhaupt bekommen hat. Ne? Man kann zwar sagen, oh, immerhin hat er nur einen bekommen, aber ist halt trotzdem einer, den er bekommen hat. Gut, wir haben jetzt keinen Nebel mehr, der uns irgendwie behindert. Wir haben jetzt auch... So, dich kann ich da nochmal hin platzieren. Wir haben jetzt auch...
fast genug für einen Three-Peter. Für den ersten. Den setze ich mal hier unten hin, weil wir da unten jetzt schon so leichte Probleme haben. Und dann werde ich halt den vordersten Puffstrom hier ersetzen mit einer Torchwood. Falls ich geldmäßig dahin überhaupt komme, ist jetzt gerade die Frage. Wenn ich mir das gerade so anschaue, dann würde ich eher sagen, nee, tue ich nicht. So, da ist wieder ein Digging-Zombie. So, dich muss ich fressen lassen. So, da schieße ich einfach durch. Der wird sich halt hier auch wieder durch den Sandschuh fressen, aber ich sehe dann kein großes Problem. Ich müsste halt vermutlich mehr von den Split Peas dafür aufstellen. Aber das ist mir so gar nicht richtig wert. Achso, ich habe hier keinen... Ahaha, die kriegen gleich einfach nur richtig Fuba, wie ich merke. So. Da stelle ich mal ganz kurz ein. Kleinen Puffstrom hin. So. Und dann brauche ich noch mal ein bisschen Energie, bitte, mein Freund. Danke. Setze ich da schon mal einen Three-Peter hin. Haben da auch schon den ersten kaputt bekommen. So wie ich das sehe. So. Und dann wird der letzte jetzt auch kaputt gehen. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob es gegen die Dinger etwas anderes noch gibt. Ach, guck mal, da ist ein Stern. Was konnte der denn nochmal? Oder, wie heißt du? Die Sternfrucht schießt Sterne in 5 Richtungen. Ach, du Heilige. Ach, du Heilige, wenn ich das hier sehe. So. Kann ich mir die Sternfrucht ansehen? So, Schaden normal. Oh Mann, sagt die Sternfrucht. Ich bin zum Zahnarzt gegangen. Und er sagt, ich habe 4 Löcher. ich habe, zählte er, 1 Zahn. 4 Löcher in 1 Zahn. Wie passiert das überhaupt? Ja, das ist eine Frage für zukünftige Generationen. Und zwar heißt das nächste Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Pflanzen gegen Zombies. Bis dahin und tschö tschö.